So, jetzt aber. Jetzt aber. Sorry für die Problemchen. Aber das Spiel wollte gerade nicht. So. Aber wie ihr seht, Mirror's Edge, und das ist irgendwie gerade sehr klein. Muss mir mal, glaube ich, anpassen, ne? Grafik. Und ich liebe generell gerade den Sound, weil das Spiel hat immer einen geilen Sound. Bissig ein. Hoch. Ja. Physische Hardware. Ja. Gucken wir mal. Ja, genau so. Aber ja. Wir spielen heute Mirror's Edge. Und ich liebe die Musik. Ich mache das Spiel ein bisschen lauter. Weil die Musik ist das Geilste am Spiel. Deswegen starten wir mal eine neue... Warte, bevor wir mal starten. Grafik. Die Maus ist auch im... ne? Aber ja, ich guck mal kurz, ob wir noch irgendwie... Spieleinstellung unter die... Machen wir immer an. Metrisch, genau. Fadenkreuz, ein. Runner Vision. So. Ich hoffe, die Maus geht später weg. Wenn nicht, muss ich alles wieder neu machen. Darauf habe ich auch keine Lust. So, dann fangen wir mal mit dem Spiel an, nicht wahr? Normal, ja. Ich hoffe, das Spiel ist laut genug im Vergleich zu mir. Es kommt mir ein bisschen vor, als ob es leise wäre. Deswegen mache ich es minimal lauter. So. Wir machen natürlich normal. Und los geht's. Einst pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität, dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Oh, ich liebe es jetzt schon. Da kommen Erinnerungen hoch. Training Phase. Ja, ich weiß, du hast es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieht er das neue Trainingsgelände an? Schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? So, LB Füße. Okay. Ups, falsche Taste. So. Die aktuelle Herausforderung, die Grundlagen. Stunde, ne? Lerne Grundlagen, ja. Die Runner zeigt dir Bewegungs- und Interaktionsmöglichkeiten. Dann halte die Augen nach roten Objekten auf. Ja. Und los. Haha. Das Spiel ist laut, ne? Warte. Sehr laut sogar. Deswegen habe ich es mal stark reduziert. Immer noch ein bisschen laut, deswegen mache ich das drastisch leiser. Und Europa. Hallo mein Lieber, hallo Aura. Hi Faith, willkommen zurück. Lol, hi Faith. Dass wir uns so schnell wiedersehen. Oh, ihre Kleidung schreit, die Anfang 2000er, ne? Wie geht's dir, Aura? Ich hoffe, dir geht's gut. Folge Celeste. Das Spiel muss ich auch noch beendet kriegen. Ich habe es überlegt, heute zu spielen, aber wollte ich dann doch nicht im Endeffekt, weil ich chillen wollte. Ganz ausgezeichnet, das freut mich. Und los. Woo. Let's go. Ups, oder? Ich hatte nicht genügend Schwung. So. Tür geht nicht auf, okay. Ich dachte, ich muss jetzt hier durch die Tür. Ah, RT. Bam, Junge. Dir, mir geht's auch ganz gut. Ich bin ein bisschen krank noch. Aber sonst geht's mir gut.
Deswegen habe ich in den letzten Tagen eher weniger gestreamt, weil ich krank war. Hört man vielleicht an meiner Stimme noch. Ups, da falsche Taste. Aber ja. Ich muss mal irgendwie Steuerung überlegen. Warte mal kurz. Spiegel an der Wand, versuche das ganze Land. Ach, versuche ich das ganze Land. Oh, no, gute Besserung, danke. Aber warte mal kurz. Optionen. Gamepad Setup. Kann man das irgendwie ändern? Ich würde gerne mit A springen, um echt zu sein. Kann man aber gar nicht, ne? Abbrechen. Ja. Na dann, lernen wir das hier raus. Wow! Okay. Mit RB sehe ich mich um. Ah, drehe ich mich um, okay. So. Und dann? Opa! Sehr gut. Springen wir da rüber. Und dann hier rüber. Sehr gut. Ups, nein, 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 nein. Ich soll die Wand hier hoch wahrscheinlich, ne? Ich muss aber auch kurz mal, sorry. Gamepad, ich muss Empfindlichkeit erhöhen. Ja. So. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich gehe wahrscheinlich in die falsche Richtung, ne? Deswegen gehen wir mal links lang. Und dann schauen wir mal, ob wir hier lang müssen. Ja, yeah, sieht schon mal gut aus. Da ist sie auch schon, die Celeste. Und hoch. Damn. Wandsprung, okay. Ich mache das Spiel mal ein bisschen noch lauter. So, ohohohoho, guck dir mal an, Celeste. Drücke schnell LBRBLB. Genau so. Und jetzt hoch, ne? Genau. Dann hier rüber. Okay. Aber guckt euch das mal an. Das Spiel ist irgendwie. Kam das Spiel 2008 raus? Ich glaube schon. Und es sieht halt so gut aus noch. Oh, 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 oh. Das Staring ist hässlich. Ich dachte, das. Warte. Wie singt so an? Ja, wie singt es an? Wieso? Okay, normalerweise sollte es nicht mit Wii Sync sein. Aber ich kann es ja eventuell ausschalten später. So. Oh fuck, was mache ich denn? Ich hab die nur dort gesehen, wusste jetzt nicht, wo ich anhalten sollte. Sorry. Da, okay. Ich hab komplett verpennt, wo ich landen muss. So, nochmal. Hier. Opa. Perfekt. Ja, wenn ich mich zu schnell bewege, zieht. Ja. Ja. Sobald ich mit dem Tutorial fertig bin, mache ich mal V-Sync aus, um zu gucken. Sehr gut. Oh fuck. Perfekt. Hä, was? So, war schon sauber, ob das verkackt. Ich bitte dich. So. Dann hier lang. Warte, wo lang? Ach, da hoch. Upsi. Sorry. Entschuldigung. So, jetzt aber. So, hi. Mark will, dass ich etwas Sparring mit der mache. Sparring. Bereit? Also los. Sparring. Willst du auch Sparring? Das ging gerade in eine komplett andere Richtung, Alter. Ich dachte schon, die machen was anderes. Halte. Ach so. Bam. Oh fuck. Ich muss sprinten. So. Kombiniere verschiedene Bewegungen und Angriffskombinationen, um im Kampf noch effektiver zu werden. Okay, Faith. Lass uns ein bisschen Entwaffnen üben. Nur für den Fall.
Nur für den Fall, okay. Y. Sehr gut. Und Schuss. Soll ich die töten? So. Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und dann einzeln im Kampf ausschalten, Faith. Wenn die Waffe rot wird. Okay. Oh, warte. Ah, okay. Jetzt. Eine Lupe. Warm, Junge. Okay, gut zu wissen. Sehr gut. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake hat einen Job für dich, Sir. Meld dich bei ihm. Faith, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Bis später, okay. Faith. Ciao, ciao, Celeste. Was möchtest du? Spielen. Wir wollen natürlich spielen. Los geht's. Electronic Arts präsentiert. Eine DICE-Produktion. Die Spiegelkante. Finanzbezirk 13.58 Uhr. So, jetzt darf ich wieder übernehmen. Ja, die Vögel sind total beeindruckt, Faith. Wenn du mit Philosophieren fertig bist, könntest du dich dann auf unsere Arbeit konzentrieren. Celeste hält sich für eine Übergabe bereit. Du musst dir die Lieferung bringen. Sie erwartet dich beim Funkturm genau vor dir. Okay. Warte mal kurz. Ich gehe mal kurz zurück. Nur ganz kurz zurück. Um V-Sync auszuschalten. Kommt die von der Grafikkarte, zieht Frame an die Bildwirbel. Muss das dieses Probleme mit Textur-Tearing beheben, könnte aber die Leistung beeinträchtigen. Machen wir mal kurz, nur um zu testen, ja? Spiel fortsetzen. Ich will es so testen, sorry, Freunde. Ist ja ein. Ich weiß nicht. Nee. Zurück. Hat es, glaube ich, noch schlimmer gemacht gerade. Dann machen wir es wieder an. Und dann wieder so. Kurz ausgetestet, hat es ja nichts gebracht, aber egal. So, dann gehen wir mal hier durch. Ich bin gerade. Ah, ich wollte mit A springen. Scheiße, man muss LB springen. Die Steuerung muss noch beherrschen. So. Stopp. Nö, nicht mit mir. Ich gehe direkt durch. Und hoppa. Los geht's. Ich hoffe, das Spiel ist nicht allzu laut. Nice. Dann hier rüber. Ich drücke immer A auf zum Springen. Ne? Das ist so ungewohnt. Ja. Wir gehen mal hier lang. Ich muss mich darüber balancieren. Hallo? Daneben so. Daneben so. Hallo? Du darfst auch hoch. Ja, wollte ich schon sagen. Hoppa. Und dann hier rum. Ganz ruhig, ja? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du nimmst dir hier alle Zeit der Welt und Celeste wird stinksauer. Sieht schon fast beim Funkturm im Gegensatz zu dir. Jetzt beeil dich und bring ihr den Koffer. Sie übernimmt dann den Rest. Ja, chill. Bam. Sehr schön. Und weiter. Wir sprinten ja schon zu ihr. Hä? Der hat sich nicht festgehalten. What the fuck? Das war jetzt also. Sehr. Also. Oh, okay. Wollte ich dich abprallen? Okay.
Zack. So, nochmal. Halt dich jetzt aber fest. Genau so. Und hoch. Tür hier. City, ey, tschüss. Ich muss hier schnell durch. Ich glaube, die beobachten mich jetzt schon. Wir rennen mal direkt durch. Der Funk läuft deinetwegen heiß, Fade. Klingt, als einer ein paar Cops zu dir unterwegs. Sie haben einen Tipp von einem Nachrichtenheli. Ja, da hoch. Hier kommst du am besten hoch. Walljumps, ne? Tot. Kannst du keinen Walljump machen? So, genau. Das wollte ich machen. Oh, was ist das? Komm mal mit. Wir sind im Lagerpunkt versteckt oder werden von Runnern weggeworfen. Ein Runner-Grief zeigt an, dass an ein Lagerpunkt in der Nähe ist. Okay. Eins von drei. Von insgesamt 30, aber wir werden nicht alle sammeln. Das wird Zufall. So. Oh, du sollst immer versuchen, deinen Gegnern zu entkommen. Okay. Und zack. Oh, hi, Leute. Wir rennen mal. Ja, wir rennen. Ihr öffnet jetzt schon das Feuer. Tschüss. Oh Gott, oh Gott. Ja, chill. Die Faust hat schon zu entkommen. Oh. Ich geb dir Celeste. Bist du da, Sir? Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Fall ist mir ein bisschen zu neugierig. Okay. Faith ist unterwegs. Halt dich bereit. Fuck. Okay, ich bin tot. Tschüss. Ich wollte den Koffer unbedingt. Ha. Scheiße, ich war gerade überfordert. So. Nochmal. Das eröffnen wir das Feuer. Okay, ich muss nur gucken, wo lang ich muss. Ja, chill. Ich gebe doch schon mein Bestes. Den Koffer haben wir. Ah, hier müssen wir lang. Okay, wir müssen hier durch. Let's go. Los, los, los. Und mit Anlauf. Oh. Oh Gott. Schnell, 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 schnell. Alter. Ah. Hier rüber. Oh. Genau dazwischen. Oh, ich kann nicht abrollen, weil ich wahrscheinlich dazwischen gelandet bin. Gegner, die du nicht umgehen kannst, werden durch die Runner Vision rot markiert. Bekämpf sie oder renn an ihnen vorbei. Ja, an ihnen vorbei rennen ist, glaube ich, schwer gerade. So. Und weg mit dir, Junge. Ich töte niemanden. Ich bin nicht so. Oh. Sehr gut. Wir haben immer noch die Pistole. Ich werde die. Lauf zu Celeste, es sind noch mehr Kopf im Anmarsch. Ja. Beeil dich, die GPS klebt an dir. Ich weiß. Hey, wirf den Koffer rüber. Hier, gönn dir. Stell dir vor, die würde zwar fehlen. Okay, ich übernehme. Okay, die sind hart drauf, Cell. Ich komme klar. Shit, hau ihr ab, los. Sniper? Oh ne. Oh Gott, schnell rüber. Oh. Eben so. Ich hab nicht genug Schwung. Ja, sag's dir einfach. Da, ich muss dahin. Hätte ich auch vorher sagen können, dass ich dahin muss. Nur, wie komme ich denn dahin? Ich stecke hier fest. Ne, ich gehe jetzt gerade komplett zurück, ne? Ich Idiot. Mein Fehler. Ja, wir sterben nochmal. Hallo? Oder muss ich auf... Ah, ich muss zum Helikopter wahrscheinlich, ne? Da springen wir auf den Helikopter. Let's go. Oh. Und die bemerken uns gar nicht? Lol. Die fahren einfach. Sollte
ein entspannter Job werden. Warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Nice. Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Mark. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuchst du schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Ich möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Merk. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arland Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey! Merk! Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. Bin fast da. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche herauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Okay. So. Da ist ein roter Flang. Und da sind Autos. Aber, was ich gerade auch sagen wollte, was mir eingefallen ist, immer wenn man runterfällt, Alter, das fühlt sich so krass an, wenn man runterfällt. Komplett. So, dann wie dann einfach alles, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die haben es so dramatisch gemacht. So. Dann hier rüber. Wir suchen jetzt nochmal nach ihrer Schwester. Hoppa. Es gäbe Stress am West Arlen bei Pope House. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig, keiner weiß, was da vor sich geht. Okay, da ran. Rüber. So. Aber ja, ich kriege halt immer Panik, wenn ich sehe, wie die runterfällt, weil das fühlt sich halt so. Du weißt, dass er als Bürgermeister kritisiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. So, okay, wo lang? Wir wurden zwar hier hingeschickt, aber. Vielleicht hier? Oder ist da eine Tür? Ich muss mal gucken, wo lang. Weil die Leiter ist rot. Wir müssen auf die andere Seite eventuell. Und wir gehen auf die andere Seite dann doch wieder. So. Ach, da ist die Tür. Die ist aber auch hier versteckt, du. Oh, schaffst du den Sprung überhaupt? Lieber von der weiter oben, von weiter oben. Mit genug Anlauf. Und. Hoppa! Geschafft. Tür auf. Robert Pope Associates. Sind Sie hier im Büro? Okay, dann laufen wir mal hier durch. Oh, wie, ziemlich cool eigentlich. Oh, nutze Arm mit Knöpfen, die im Aufzug, wie in diesem Aufzug zu interagieren. Du kannst mit verschiedenen Knöpfen und Hebeln interagieren. Okay. Da. Den da. Upp. Wir sind gar nicht auffällig oder so. Aber. Machen wir trotzdem. Planen Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum New Eden Einkaufszentrum? Dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden Halt machen. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden. Ein kleines bisschen vom Paradies. Okay. Cutscene. Oh.
Kate! Was machst du denn hier? Was ist? Hast du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam, saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher, mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht... Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich! Jetzt geh! Und Faith. Danke. So. Weißt du nicht mehr weiter und brauchst Hilfe, dann halte B gedrückt und lass dir die Richtung, richtige Richtung anzeigen. Oh, das ist gut. Shit. Oh, fuck. Oh, shit. Scheiße. Hoffentlich haben wir das nicht mit unserer Schwester gesehen. Wir rennen direkt. Hoppa. Junge, wir sind Sonic. Kann ich hier durch? Nee. Ja, versuche ich doch. Ich suche nach einer Tür, Kollege. So. Junge, klettert euch so langsam. Da ist ein Aufzug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, ist nicht offen. Durch die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Sagst du so einfach? Ha! Da ist die Tür offen. Scheiße. Oder? Upsa. Bewegung! Scheiße, Alter. Das wird knapp. Und hoppa! Sehr gut. Hier raus. Wohin jetzt ist... Oh mein Gott. Alter. Ich muss jetzt mal gucken, wo lang ich kann. Scheiße. Da. Ich sterbe. Ja, bin tot. Scheiße. Nein. Ja komm, töte mich. Okay, warte. Ich weiß gar nicht, wie ich da... Ah, so, nevermind. Schnell. So. Und dann so, okay. Oh nein! Oh, ich bin verkackt gerade. Hoch. Meine Güte, die wollte nicht hoch. Jetzt aber. Alter, warum kommt die überall mit Waffen, Alter? Überall SWAT-Einheits. Boah. Scheiße, die waren da. Und hier durch. Die schießen auch immer da, wo ich stehe, ne? Wow. Upsa. Ah, fuck. Schnell durch. Boah, Alter, was machen die? Sind die wahnsinnig? Typisch Amerika. Oh, hier runter. Okay. Schnell hier rüber. Auf die linke Seite. Oh! Scheiße!
Alter, in Amerika wird direkt drauf geballert, du. Oh! Okay, ich bin nicht gesprungen, aber jetzt. Wer meint das ernst? Schwing dein Hinter zum CC News Gebäude. Ich suche dir einen Weg da raus. Ja, was denkst du, was ich gerade tue? Halt dein Maul! Ich bewege mich so viel ich will! Oh. Junge Sprinter, Ronaldo! Opa! Boom! Ey, halt jetzt am Maul! Ich bin derjenige, der gejagt wird, nicht du! So. Boah, Junge, die schießen durch mich durch! Oh. Hola? Hä? Fuck. Oh, hi! Haben wir. Ja, ja, deine Mutter auch. So, hoch. Oh, Junge. Wir könnten Zivilisten damit treffen, die denken so, nö, Mann. Menschen haben keine Rechte, nur Waffen haben Rechte. Und Waffen können fliegen. Oh. Ich höre schon den Helikopter. Oh, Bruder Jakob, Alter. So, auf die andere Seite. Da. Los! Ah, rechts ist die Tür. Ich konnte nicht abrollen, weil ich scheiße bin. SWAT-Einheit. Ich habe schon die Leute dort gesehen. Ja, ich habe die schön abgehängt. Und tschüss. Oh, Alter. Junge. Okay, du kannst durchatmen. Was für ein Chaos. Ich glaub's nicht, dass es Pope erwischt hat. Diese verdammte Stadt. Du kanntest ihn also. Du hast hier in ein Wespennest gestochen. Hier ist City 1 News mit einer Eilmeldung. Der Anwaltskandidat für das Bürgermeisteramt, Robert Pope, wurde in seinem Büro am West Island Drive tot aufgefunden. Warburger. Ich habe hier Streifenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Oder Leute, die rennen. Alter, wie schnell die rennen. Holy shit, hat er gesehen, wie die gerannt sind? So, und an der Wand entlang. Opa. Und er durch. Alter, der schießt ja direkt weiter. Tja, hier sind doch gerade Zivilisten gelaufen. Oh, er wurde getroffen. Oh. Sie versuchen sich einzuketten, schlag dich zur Plaza durch. Oi. Bam, Junge. Es sprinte. Sie versuchen dir den Weg abzuschneiden. Schlüpft durch den Schnell. Ja. Oh. Junge, die ballern. Links an. Du musst dich zur Plaza durchschlagen. Es gibt einen Weg durch die Tunnel davon. Durch den Tunnel? Welcher Tunnel? Naja, wir... Ach, das dieser Plaza, ja, okay. Atme gleichmäßig weiter und lauf, Faith. Okay, immerhin. Danke für den Tipp. Okay, wir rennen hier runter. Oh. Make a difference, Vote Pope. Ja, oh mein Gott. Wie gesagt, Alter, die ballern und ballern direkt. Auf der Plaza müsste seinen Ausgang auf die Bahnüberführung geben. Creek kommt auf die andere Seite und holt sich raus. Alter, aber das sieht ja alles schön sauber aus. Kann nicht Amerika sein. Renn, Junge. Da sehe ich schon jemanden. Oh, fuck. Ich wollte Zeitlupe machen. Ausweichen. Fuck. Ich wollte den eigentlich... Ne? Denk dran, eine nach dem anderen. Komm her. Eine Zeitlupe. So, komm her, Junge. Ah, ne, ich muss auf den Angriff warten. Jetzt. Oh, damn. So. Hat sie wissen, Run? Sie wissen. Wo ist er? Hä? Auf dem Kreis mit mir? Fuck. Jetzt. Sehr gut. Und weg. Wir töten niemanden. Wir sind keine Monster, so wie die. Kann ich hier durch? Nee. Bahnüberführung, okay. Das könnte aber auch Japan sein hier, ne? Ja, hat sogar japanische Schriftzüge. Könnte Japan sein.
So. Bahnüberführungen und hoppa. Wir müssen auf die andere Seite vielleicht. Oh fuck. Du hast die Pass abgehängt. Ich gebe dir Creek. Nice, gib mir Creek. Don Creek. Komm, Faith, hol dich hier raus. Oh fuck. Oh, auf die andere Seite. Hoppa. So, wo denn jetzt? Butter. Oh. Gut. Holy shit, wir sind tot. Alter Verwalter. Bist du okay? Komm schon. Ja, wir sind gerade nur 20 Meter gefühlt gestürzt, aber hey, alles gut. Geschlagen, Faith. Ich weiß immer noch nicht, warum die Cops so schießwütig sind, aber ich bleib dran. Und mach dir keine Sorgen um deine Schwester, wir regeln das. Nice, sehr gut. Verdammt, Merk! Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope-Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Cell. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja, es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau, sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr, aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife.